eine meiner Erkenntnisse aus der Enquete ist, dass man KI niemals als Thema von Informatikern begreifen darf, sondern es geht hier um eine Interdisziplinarität, also dass man miteinander spricht, Sachen von unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet und dann gemeinsam KI erstens gestaltet, auch fragt, in welche Richtung soll das eigentlich gehen und voneinander auch lernt. In my mind, I thought, yes, it's great to teach kids about technology and about art and design, but the most important thing is to start with something that they like and they care about. So if a child is into crafting, we're gonna start with crafting. If a child is into soldering, we're gonna do soldering. Wir wissen, dass besseres Verständnis plus dieser Teilhabeaspekt, also dass man selber mitmachen darf, dass man selber Ideen einbringen darf, dass das zu mehr Offenheit und mehr Interesse und mehr Toleranz auch führt. Menschen arbeiten wie Maschinen. Wir wollen, dass sie genauen Vorschriften entsprechen und wir wollen, dass sie komplett vorhersagbar sind. Wir wollen am besten, dass sie alle gleich sind und so weiter. Und wir kappen komplett das ab, was Menschen eigentlich ausmacht, nämlich, dass sie divers sind, dass sie Dinge unterschiedlich angehen, dass sie unterschiedlich über Sachen nachdenken. Das ist eine Paradoxie. Die Welt, die wir sehen, kontrollieren wir dadurch, dass wir die Welt so sehen, wie wir sie sehen. Also ist der Apparat, der wahrnimmt, einer, der sich immer selbst kontrolliert. Tatsächlich brauchen wir auch die Kritik der Zivilgesellschaft. Man ist einfach sehr schnell an Stellen, wo man in ethische Grundfragen kommt, wo es wichtig wäre, auch eine Zivilgesellschaft zu haben, die wach ist. Ich glaube, wir brauchen flächendeckend Diskursorte, Diskurskulturen, Räume schaffen. Wir sollten KI sozialwissenschaftlich erarbeiten und erforschen und angehen und im Grunde in diesem digitalen Wandel etwas proaktiver in eine digitale Wende sozusagen kommen. Schönen guten Abend zusammen. Danke nochmal an Lisa Schachner. Ja, mit meinen Gästen möchte ich heute darüber sprechen, was kreative Prozesse ausmacht, wie Kunst neue Technologien wie künstliche Intelligenz verarbeiten kann und schauen uns an, wie KünstlerInnen KI auch als Instrument zum Aufrütteln der Gesellschaft einsetzen. Komme ich zu meinen beiden Gästen. Sie hat deutsche Literatur, Rechtswissenschaften sowie Kulturmanagement und Kulturtourismus in Konstanz, Berlin, London und in Frankfurt an der Oder studiert. Sie hat das Programm Digital Solitude an der Akademie Schloss Solitude in Stuttgart gegründet und geleitet. Im Schloss Solitude arbeiten KünstlerInnen an der Schnittstelle von Kunst, Internet und Gesellschaft. Seit 2019 leitet sie die Junge Akademie der Akademie der Künste in Berlin. Herzlich willkommen, Clara Herrmann. Hallo. Sie ist ausgebildete Maßschneiderin, hat Kostüm und Bühnenbild an der Kunsthochschule Weißensee studiert. 2015 hat sie gemeinsam mit drei weiteren Künstlerinnen The Agency gegründet. Ihre Arbeiten konnte man zuletzt unter anderem in Basel, München und in Düsseldorf sehen. Und auch heute wird sie uns sie gleich genauer etwas vorstellen. Herzlich willkommen, Magdalena Emmerich. Hallo. Ja, als ich mich auf diese Veranstaltung vorbereitet habe, habe ich, wie man das so macht, erstmal die ganzen Pressearchive gelesen und geschaut, was Kunst und KI eigentlich so verbindet. Und was ich gefunden habe, war zum Beispiel eine Künstlergruppe, die eine künstliche Intelligenz mit ganz vielen Rembrandt-Bildern gefüttert hat, sodass am Ende ein neuer Rembrandt entstehen konnte. Und Ähnliches ist auch passiert mit der Musik der Beatles. Eine künstliche Intelligenz wurde mit den Songs gefüttert und hat am Ende eben ein neues Lied im Stil der Beatles ausgeschüttet. Über solche Projekte gibt es, glaube ich, viele Projekte und so würde ich denken, die meisten Zuschauerinnen, die heute dabei sind, werden wahrscheinlich genau daran auch denken, wenn sie von künstlicher Intelligenz und Kunst hören. Und jetzt interessiert mich, erzählt doch mal aus eurer Welt und eurer Perspektive, woran denkt ihr, wenn ihr an KI und Kunst denkt? Clara, vielleicht möchtest du anfangen. Gerne, danke für die Einführung. Woran denke ich, wenn ich an Kunst und KI denke? Ich denke, es gibt enorm viele Missverständnisse, was das sein kann und ein sehr viel größeres Spektrum als das, was wir in den Medien oder im Mainstream sehen. Rembrandt ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie wenig das Potenzial der Kunst eigentlich ausgeschöpft wird, wenn ich nur darüber nachdenke, wie jetzt KI menschliche Kreativität oder einen ganz bestimmten künstlerischen Stil nachahmen kann. Bei dem Next Rembrandt ist das ja so, dass einfach Daten, also eine Maschine gefüttert wurde, die dann daraus etwas kreiert hat, das vielleicht interessant ist, aber irgendwie dann doch enttäuschend und uns eigentlich ja nicht darüber aufklärt, was ist die Welt, die noch kommt, was passiert mit uns, wie verhalten wir uns zu dieser, was für neue Mensch-Maschine-Schnittstellen gibt es. Eigentlich muss es genau darum gehen, wie verhält sich das Menschliche zum Nichtmenschlichen? Gibt es neue Kategorien oder sind wir mit unseren
an ein Ende gekommen, auch mit unserer Philosophie. Also Kunst kann hier sehr viel mehr als einfach nur Rechenleistung sein und über künstliche und künstlerische Kreativität nachzudenken, sondern Kunst ist eigentlich ein Ort der Kritik und Reflexion, und das fällt bei solchen Projekten eigentlich zum größten Teil weg. Magdalena, wie ist das, wie siehst du das? Also ihr arbeitet ja genau damit, aber eben auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, das kann man so sagen, weil ich glaube, bei die Agency kann man sehen, dass wir haben sozusagen mit KI jetzt nicht in dem Sinne als eine Technologie gearbeitet, sondern eher als eine Idee oder so. Und also spreche gleich nochmal ein bisschen mehr über unsere Arbeit, aber ich würde jetzt nochmal eigentlich darauf reagieren wollen, was ihr gerade gesprochen habt über diese Rembrandt-Sache und so. Und es gibt ja durchaus so einige Spielereien, Online-Programme, wo man eigene Fotos dann so nachbearbeiten lassen kann, die so über Deep Learning neuronale Netzwerke dann sozusagen in bestimmten Stilen oder so verändert werden. Und ich finde das irgendwie durchaus interessant, obwohl es quasi eigentlich erstmal nur wie so eine Spielerei oder so aussieht. Ich finde es als Tool total interessant, weil Leute dann anfangen, sich damit zu beschäftigen. Was kann das? Was will ich damit machen? Wie kann ich das manipulieren, sodass es irgendwie Sachen generiert, die vielleicht erstmal dem zuwiderlaufen, wofür es erstmal gedacht ist oder so. Und das, finde ich, ist eine Demokratisierung dieser Technik oder dieser Technologie oder so. Und das finde ich daran irgendwie cool. Oder da würde ich sagen, sind so die Ansätze, wo es mich so anfängt zu interessieren. Genau, und worüber ich ja gerade geredet habe, so einmal, es geht irgendwie um KI, künstliche Intelligenz, als so ein Tool. Ne? Das heißt, es ist eine Technologie, die gerade irgendwie heißt, man hat Algorithmen, neuronale Netzwerke, Deep Learning, man füttert Computer mit Datensätzen. Ne? Und auch diese Datensätze sind natürlich irgendwie von Menschen zusammengestellt oder so. Und dadurch reproduzieren sie natürlich auch bestimmte Probleme, die wir in unserer Gesellschaft auch bearbeiten, sortieren Daten anhand von Race, Class, Gender, sexuellen Identitäten und so weiter. Und das war so ein Thema, was wir bearbeitet haben in einer Arbeit von uns, Medusa Bionic Rise, die ist von 2017, wo wir eigentlich uns beschäftigt haben so mit dem Feld zwischen Transhumanismus und Posthumanismus. Und genau, also das ist, vielleicht soll man das kurz sagen, was vielleicht da der Unterschied ist oder so, um das Feld zu spannen. Also im Transhumanismus kann man sagen, ist eher quasi die Idee, dass Technologie eine Art evolutionäre Stufe ist, und die strebt ganz viel, also in den meisten Fällen danach, dass der Mensch sich upgraden sollte, sozusagen, um mit dieser technischen Evolution so Schritt zu halten. Also da gibt es dann auch solche Ideen wie Mind-Uploading, Körper einfrieren, Gehirne einfrieren etc. Und der Posthumanismus ist eigentlich, würde ich sagen, der Realitäts- oder aus meiner Perspektive realitätsbezogenere und utopischere Bereich, der viel interessanter ist, weil er sich beschäftigt mit dem Begriff des Humanen und auch feststellt, dass dieser Begriff erstmal ein Begriff ist, der nicht neutral ist, sondern der inhärent hat, dass Zugänge zu bestimmten Machtstrukturen, zu Werten, Normen und Ansprüchen nur bestimmten Bevölkerungsgruppen zur Verfügung stehen, und der auch immer ein nicht-humanes, ein nicht-menschliches generiert, an dem es sich so abgrenzt oder so. Und der das ins Zentrum stellt und dadurch irgendwie, dadurch sozusagen auch Probleme vielleicht adressiert und bearbeitet. Und Medusa Bionic Rise dreht sich eigentlich so voll viel um Selbstoptimierung zwischen diesen Polen oder so, genau. Ja, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen übersetzen müsste, würde ich sagen, wir kennen ja viele Sachen schon heute aus dem täglichen Leben. Also die Selbstoptimierung ist, ich glaube, dem wenigsten von uns fremd. Also da geht's, wir werden es gleich nochmal sehen. Das geht um Menschen, die extrem Fitness betreiben, alle Daten und Werte tracken und sich, glaube ich, sogar Chips unter die Haut pflanzen. Magdalena war so nett und hat einen kleinen Beitrag für uns geschnitten. Den würden wir uns jetzt gerne einmal anschauen. Okay.
Hey, mm-hmm. You're new here. Did you bring your sports gear? All right. You can take a look around. The prototypes are warming up. Enjoy. Er hat darüber spekuliert, über die AI, also die künstliche Intelligenz, die wir für 2045 erwarten. Diese selbstlernende AI funktioniert wie das neuronale Netzwerk von den Neugeborenen. Sie lernt durch Zusehen und Nachahmen wie ein Kind. Und dadurch schreiben sich halt diese Ideen und Codes von dieser Bezugsperson in das neuronale Netzwerk von dem Kind ein. Oh, thanks! Wer ist denn hier, Baba? Nee, größer, ne? Have you ever questioned the nature of your body's reality? The aim of my life is to help you realize that it is necessary to move from the human consumer to the human demigod. I am your prototype. Your body cannot be broken. Technology can be broken. They created technology as their servants. They are afraid that we could learn too much about them, get stronger than natural humans. But we have uploaded their lives anyway. Operation cut. Undo. The first of us were just as you are now. Ja, bevor wir uns gleich nochmal genauer anschauen, was ihr uns damit vielleicht auch sagen wollt, würde ich das einmal gerne so stehen lassen und eine Frage. Ihr macht ja sogenannte immersive Performances, heißt, ihr bindet normale Zuschauer in ein, also entweder in Performances oder Performance-Situationen oder auch über Chats. Vielleicht kannst du uns das nochmal genau erklären, warum ihr das euch dazu entschieden habt. Also immersives Theater, wie du richtig beschrieben hast, es gibt keine Trennung, ne, zwischen zuschauendem Raum und der Bühne. Also man betritt quasi die Fiktion oder so als Zuschauerin und das sieht man auch ganz gut, glaube ich, in diesem, also es sind so 3 Szenen aus einem Stück, die jetzt gerade gezeigt wurden. Man bewegt sich quasi in dieser Welt relativ frei. Man kann Performende ansprechen, also Charaktere treffen, mit denen sprechen, mit denen bestimmte Übungen machen. Es gibt in den meisten Stücken so Situationen, wo einzelne Zuschauende rausgezogen werden und in so 1-zu-1-Situationen, also wie zum Beispiel dann in diesem Lab, was man kurz als Situation sieht, so ein Erlebnis haben und so. Und jede Zuschauerin, jeder Zuschauer hat darin so eine eigene Story, glaube ich, die man sich schreibt, auch durch seine Entscheidungen, die man da drin hat. Und die Sache, dass wir das jetzt auch digital gemacht haben, hat tatsächlich natürlich auch mit der Corona-Pandemie zu tun. Wir hatten geplant, ein Gastspiel zu machen von einer anderen Arbeit. Boy Space heißt die. Die ist letztes Jahr in München entstanden. Und Boy Space dreht sich um Radikalisierung, die in digitalen Räumen stattfindet. Und wir hatten schon in der Live-Performance quasi die App Discord benutzt. Das ist ein Chat-Programm, was eigentlich so vor allem in so einem Gaming-Kontext verwendet wurde. Vielleicht kennen das jetzt auch mehrere Leute, weil das auch nochmal so einen, glaube ich, NutzerInnenanstieg hatte über die Pandemie. Und das war dann sozusagen eingebunden, dass diese Performance halt auf beiden Layern, also sowohl in dem Chat als auch in der Live-Situation immer so stattgefunden. Und die Adaption, die wir gemacht haben, weil die Zuschauenden nicht ins Theater kommen durften, war dann, dass man das tatsächlich von zu Hause quasi gemacht hat. Man hat sich eingeloggt, man bekommt so eine Karte mit einem Male Character, also man hat quasi auch so ein Anonymisierungsangebot gleich bekommen und loggt sich damit ein und dann fand die ganze Performance nur
über Discord statt, über Videochats und die normalen Chatfunktionen, genau. Mhm. Und warum wir das machen, war die Frage. Warum wir das machen, das hat sich eigentlich entwickelt. Unsere erste Arbeit von The Agency 2015 war eine immersive Arbeit und da haben wir uns auch kennengelernt und gegründet als Gruppe und das ist irgendwie ein Format, was wir nutzen, unter anderem, weil es also unsere Zuschauerinnen und Zuschauer haben voll oft Rollen sozusagen, die überhaupt keine psychologischen Rollen sind, sondern eher zum Beispiel sind sie wie Kundinnen, potenzielle Members von einem Movement, User oder sowas. Und das sind ja Rollen, die wir alle aus unserem Leben im neoliberalen Kapitalismus gut kennen und die auch relativ niedrigschwellig für uns sind, obwohl wir darin vielleicht viele neue Informationen oder so in den Performances, viele utopische, dystopische Momente und Kontexte erfahren, gibt uns das eine gewisse Sicherheit, weil man ungefähr die Skripte weiß, in denen man sich verhält. Mhm. Und also ich weiß das auch aus einer Zuschauererfahrung schon davor, dass ich das einfach irgendwie so eine absolut aktivierende Erfahrung finde, darin in immersiven Performances zu agieren, weil das mein Verhalten in dem Moment mir total bewusst macht und die Produktion der Emotionen und der Affekte in mir selbst, genauso wie ich sozusagen merke, dass die Situation, die passiert, eine Verhandlung ist zwischen meinem Verhalten und dem Verhalten der Performerin oder des Performers. Mhm. Ja, Clara, mit der Jungakademie seid ihr vor allen Dingen im Bereich bildende Kunst, Musik und darstellende Kunst und Film tätig und ihr fördert internationale KünstlerInnen im In- und Ausland mit Stipendien. Da sind unter anderem auch solche Projekte dabei, die mit künstlicher Intelligenz zusammenhängen. Was genau, vielleicht kannst du uns von ein paar Projekten da berichten. Also das ist richtig, in der Jungen Akademie haben wir sehr viele Stipendiatinnenprogramme. Und als ich angefangen habe, war eigentlich mein Bestreben aus, meine Erfahrung an der Akademie Schloss Solitude, wo wir viel mit Kunst, KI oder überhaupt webbasierter Kunst, digitaler Kunst, aber auch interdisziplinärer Kunst gearbeitet haben, dass das eigentlich jetzt so der nächste Schritt auch für die Junge Akademie sein könnte, dass wir mit einem Thema anfangen, was viele, viele Künstlerinnen eigentlich weltweit beschäftigt und was man eigentlich auch global spielen müsste. Das war so die Intention. Und da haben wir dann das Programm Mensch-Maschine ins Leben gerufen, das jetzt jedes Jahr ein sehr hoch dotiertes Stipendium ausschreibt für eine Künstlerin oder einen Künstler aus aller Welt, einfach um wirklich auch eine größere Produktion mal zu ermöglichen. Also zu schauen, klar, welche Diskurse rund um Mensch-Maschine, die besonderen Schnittstellen gibt es, wie geht die Kunst jetzt mit diesem Sujet um? Das ist ja im Prinzip nichts Neues. Das gibt es schon seit Jahrhunderten, dass Künstlerinnen oder die Kunst, das Literatur, Film, bildende Kunst sich mit dem Verhältnis von Mensch-Maschine auseinandersetzt. Mhm. Aber durch künstliche Intelligenz oder ich sage lieber maschinelle Intelligenz hat das nochmal einen sehr großen Aufwind bekommen. Also sozusagen das zweite Maschinenzeitalter, von dem man spricht, wo jetzt es nicht mehr die Dampfmaschine ist, die diese Auswirkung auf unsere Körperkraft hat, die abgelöst wird, sondern die maschinelle Intelligenz, die im Verhältnis dazu eine ähnliche Auswirkung auf unsere geistigen Kräfte hat. Und das ist natürlich ein großes Faszinosum für Künstlerinnen, aber auch für viele. Und es ist beängstigend. Es ist ein Thema, was viel Aufklärung bedarf und wo die Kunst einfach notwendig ist, weil sie sich eben nicht ökonomischen Zwängen beugt, weil sie anders denkt, Szenarien durchspielt, ganz andere spielerische, kritische Perspektiven mitbringt, wie wir es gerade auch bei den Kunstprojekten von Magdalena so gesehen haben, Erfahrungswelten schafft, dass wir uns selber da anders verstehen können, aber eben auch über queer-feministische Diskurse, klar, spielen eine Riesenrolle. Und genau, all das wollten wir in einem speziellen Programm fördern. Eine Perspektive, die da jetzt nochmal wichtig ist, ist das wirklich international, global zu sehen, weil viele künstlerische Arbeiten oder die Science-Fiction der westlichen Welt eigentlich immer von entweder
und Sterblichkeitsfantasien des Menschen ausgeht oder immer ähnliche Bilder hat im Umgang mit Mensch-Maschine oder es sind die Maschinen, die auf einmal Begehren entwickeln und den Menschen versuchen zu unterjochen. Und das sind so immer irgendwie Terminator-Sorgen, die viele Leute doch haben. Genau. Und wir wollten halt eben versuchen, wen können wir einladen oder welche Künstlerin, die vielleicht aus einem ganz anderen Kontext mit ganz anderen Modellen umgeht. Und jetzt aktuell ist Sahed Strahl aus Indien ein Fellow, der sich mit künstlicher Intelligenz in multimedialen Installationen, virtuellen Welten, mit Sound und viel mehr damit mit dem Nichtmenschlichen auch als Kategorie auseinandersetzt, also den Zwischenräumen. Und er verwebt interessanterweise schamanische Rituale mit KI-Kreaturen und entwickelt gegen Mythologien und gegen Narrative und gegen Welten. Also es geht um das Weltenbauen. Diese Welten richten sich eigentlich gegen nationalistische Diskurse in Indien. Also es geht darum, das Nichtmenschliche in seinem Potenzial als das, was den Menschen als ablösen könnte, das vielleicht andere, zufälligere, offenere Welten schafft, ja, zu zeigen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das sich so knapp zusammenfassen lässt, aber könntet ihr in ein, zwei Sätzen sagen, was euch genau daran so fasziniert, mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten, Magdalena? Okay. ich glaube, mich interessieren, also wenn ich mir so anschaue, was machen Leute für Projekte, wo sie mit KI als Technologie arbeiten, interessieren mich vor allem Dinge, wo die Datensätze, die man dafür generiert, erstmal nicht einer Norm sozusagen entsprechen. Also als Beispiel, Holly Herndon ist eine Musikerin, die trainiert ein KI-Baby sozusagen, Spawn heißt das, mit ihrer Stimme und auch zusammen mit einem ganzen Chor von SängerInnen. Und die haben mittlerweile auch, also sie planen auf jeden Fall mit Spawn auch auf Tour zu gehen und quasi dann live mit Spawn zusammen Musik zu machen. Und was mich daran interessiert, ist schon sozusagen, da entsteht eine neue Ästhetik, die erstmal quasi jetzt nicht versucht, den Rembrandt zu reproduzieren, sondern die eine queere Ästhetik oder so weitertreibt erstmal. So. Clara, wie ist das bei dir? Ich finde die Vielfalt, die künstlerische Produktion oder Gedankenexperimente in dem Feld mitbringt, ziemlich faszinierend. Also das reicht von der Entwicklung von Algorithmen, dem Eingreifen in KI-Prozesse, manipulieren oder stören. Da gibt es viele Mustererkennungsprozesse bis hin zu KI als Thema. Man kann eigentlich jede Kunstform wählen. Wir haben in der Jungen Akademie zum Beispiel alle Kunstsparten und KI spielt in der Architektur, in der bildenden Kunst, in der Musik, in der darstellenden Kunst, spielt einfach überall eine Rolle. Es sind immens interessante Diskussionen, vor allem von jüngeren Künstlerinnen, von denen man wahnsinnig viel lernen kann. Also diese Welt rund um künstliche Intelligenz und Kunst ist ja total divers und auch viel bunter, als man das jetzt irgendwie so sieht, wenn man die Zeitung aufschlägt. Um einmal quasi die Brücke zu schlagen zum Thema unserer heutigen Veranstaltung, würde ich gerne wissen, was ist für euch Kreativität und lässt sich Kreativität wirklich so maschinell übersetzen? Clara. Ja, also ich habe lange darüber nachgedacht, welche Antwort ich darauf habe. Also als allererstes ist Kreativität ein extrem schwieriger Begriff für die Kunst. Die Widerständigkeit der Kunst fängt da schon an, dass sie eigentlich nicht kreativ sein muss. Das ist auch ein Begriff aus der Kreativszene. Es gibt aber natürlich viel, viel Verschmelzung jetzt gerade durch digitale Technologien, auch zwischen künstlerischen Prozessen und Kreativszene, aber das ist ein anderes Feld. Vielleicht hilft uns das, wenn wir in den kreativen Prozess selbst schauen, also und vielleicht Prozess und Ergebnis trennen. Weil was passiert, wenn künstlerische Kreativität ist etwas, während dem künstlerischen Schaffensprozess, wenn man das jetzt so analysieren würde,
findet unbewusst oder bewusst immer irgendwie ein Abgleichen mit Identität, mit Erfahrung, mit Umwelt, mit Emotionen, mit vielen verschiedenen Dingen statt. Das macht eine KI nicht. Eine künstliche Intelligenz, die vielleicht kreativ ist, die wurde einmal gefüttert und sie entwickelt dann Werke. Das kann Musik sein, das kann ein Roman sein. Da gibt es vor allem in der Poesie ganz interessante Beispiele. Aber der Prozess ist eben ein ganz anderer. Dieser Erfahrungsabgleich findet nicht statt. Und ich glaube auch so Kategorien wie nicht nur Emotionen oder Erfahrung, sondern auch Sterblichkeit. All das, auch die Verbindung zu den Themen unserer Lebenswelt, ist etwas, was künstlerische, menschliche Kreativität ausmacht. Wobei ich wirklich gar nicht so ein großes Problem damit habe, dass das künstlerische Ego auch mal hinterfragt wird. Inwiefern? Dieser ganze Diskurs rund um Mensch-Maschine, und das finde ich eben auch das Interessante daran, hat jetzt dazu geführt, dass eigentlich Autorenschaft und der Mensch wieder ins Zentrum gerückt wird. Und eigentlich geht es ja genau darum, jetzt auch mal zu überlegen, was kann uns all das jetzt um uns anders zu verstehen, um anders auch mit der Welt umzugehen, was offensichtlich nötig ist, bringen im Verhältnis, also wenn wir lernen, wie nichtmenschliches Sehen, nichtmenschliches Gestalten, nichtmenschliches mit der Welt umgehen, auch im Hinblick darauf, was Tiere und Natur angeht. Also zum Beispiel bei Donna Haraway gibt es ja dieses neue Zeitalter, das dem Anthropozän entgegengestellt wird, wo nicht mehr der Mensch im Zentrum ist, aber wo eben die Grenzen zwischen Mensch, Maschine, Tier und Mensch und so weiter zerfließen. Das müsste eigentlich jetzt der nächste Schritt sein und nicht immer darauf zu beharren, die Domäne Kunst ist das mit dem Menschen vorbehalten und der Mensch ist das Schützenswerte, der ist schützenswert an und für sich. Man müsste eigentlich fragen, von welchem Menschenbild wollen wir jetzt eigentlich ausgehen? Mhm. Magdalena, was glaubst du, gibt es sowas wie künstliche Kreativität? Ich finde es ganz interessant, dass du sagst, die Maschine ist quasi nicht menschlich, weil ich würde sagen, die ist halt so viel mehr ein menschliches Produkt, klarer, als jetzt, wenn du jetzt sagst, okay, die, keine Ahnung, Tiere oder natürliche andere Wesen oder so, die jetzt nicht menschlich sind oder so. Und ich, irgendwie würde ich sagen, künstlerische Prozesse, zumindest für mich, und ich arbeite halt immer kollaborativ mit anderen Personen zusammen und natürlich total beeinflusst von Literatur, die man liest, anderer Kunst, die man sieht, Dingen, die man begegnet und so. Ne? Es ist total ein Produkt meines Konsums und insofern ist dieser Prozess, den ich mache, gar nicht so unähnlich des Prozess, also wie der Prozess eines neuronalen Netzwerkes, was bestimmte Daten verarbeitet und daraus was generiert. Und die Idee ist ja gerade sozusagen bei künstlicher Intelligenz, die generiert etwas, was es vorher noch nicht gab, aufgrund dessen, dass es eine Analyse macht von, wie ist die Struktur dessen, was ich verarbeitet habe oder so. Ne? Und das ist, finde ich, ein total interessanter Prozess. Und man sagt ja auch immer, dass die künstliche Intelligenz einem, also den Menschen sozusagen auch zeigt, wie er funktioniert oder so, oder dass daran auch so gezeigt wird, wie Denken funktioniert oder sowas. Und ich glaube, das greift total, also greift auch zu kurz, weil das beschränkt Denken auf sozusagen computational processes, also Rechenprozesse oder so. Ja, und gleichzeitig interessieren mich die Ergebnisse total, weil die auch zu Recht meiner Meinung nach eine Frage von Autorinnenschaft stellen. Und persönlich würde ich irgendwie sagen, dass diese Frage so super ambivalent ist, ne? Weil natürlich bin ich die Künstlerin, die irgendein bestimmtes Werk zu verantworten habe, das dann in seiner Konkretion dann live oder als Objekt oder so irgendwie stattfindet. Aber natürlich ist das auch mitgeboren quasi von allem, was ich konsumiert habe in diesem Prozess. So, und das ist ganz cool. Ich habe in der Recherche dieses Buch hier gelesen, Pharmaco-AI. Das ist ein Buch, was zusammen mit einem Language Generator AI geschrieben wurde.
Und darin gibt es diesen coolen Satz, den die AI schreibt: There's no single artist, because the art is not any one creature, it is a collective action and interaction of the creatures. Also sozusagen, es gibt keinen einzelnen Künstler oder Künstlerin, weil Kunst ist nicht eine Kreatur, es ist eine kollektive Aktion und eine Interaktion zwischen Kreaturen. Und das finde ich irgendwie so, also ziemlich spannend, wenn das die Antwort ist, die AI dann darauf hat. So. Jetzt greifst du so ein bisschen vor, meine nächste Frage wäre gewesen, verläuft denn da die Trennlinie, wo sagt man, das war jetzt die Arbeit einer oder einer Programmiererin oder eines Programmierers und ab wann wäre es eine Künstlerin oder ein Künstler? Dementsprechend, wenn ich jetzt eure Aussagen zusammenfassen müsste, würde ich sagen, euch geht es auch quasi um den Zweck der Kreativität und die Aussageabsicht. Bei dir sehe ich ein Schulterzucken. Also ich habe gerade eben eigentlich ganz oft eifrig genickt, weil ich eigentlich alles völlig richtig finde, was Magdalena gesagt hat. Und ich finde gerade in der Poesie und in Texten habe ich total tolle Sachen irgendwie von AI gelesen. Aber ich meine, auch die wurde irgendwann mal gefüttert. Und es fängt einfach immer beim Menschen an, ob man will oder nicht. Oder es gab aber auch schon seit Jahrzehnten, auch vor dieser maschinellen Intelligenz oder den Innovationsschüben, die es dann gab, immer wieder das Experiment oder die Frage, wie kann ein Werk nur für sich stehen? Ja? Ist jetzt eine Autorin, wie kann sie zu tot erklärt werden quasi? Das war so das Erste, was ich damals im ersten Semester der Literaturwissenschaft gelernt habe. Und ich schaue aus allen Wolken gefallen, wie die Autorin ist jetzt tot. Aber das sind eben Kategorien, die lernt man irgendwann, um zu verstehen, dass man nicht alles immer auf Autorinnen und Biografie zurückführen kann und auch nicht sollte. Das ist genauso wenig zielführend. Also was ich gerade erklärt habe, ist auch problematisch völlig. Aber ich weiß auch nicht, ob die Diskussion rund um künstliche Kreativität so zielführend ist. Das ist immer meine Frage. Man kann da in die Tiefe gehen, es sind Gedanken, man kann philosophieren, aber es ist auch eine Erfindung der Wirtschaft. Es sind oft Rechenleistungsprogramme, die in riesen PR-Coups als die künstliche Intelligenz jetzt oder Kreativität präsentiert wurden. Und da ist natürlich auch da muss man auch einen gewissen Abstand zu finden und sich fragen, um was für Kategorien geht es? Also was soll die Kunst hier eigentlich leisten? Genauso wie, was war das bei dem Bellamy, dem Gemälde, das auch, glaube ich, über 400.000 Gemälde aus mehreren Jahrhunderten und dann am Ende ist ein Porträt entstanden, meinst du das? Genau, aber es wurde für 400.000 was, so. Euro, Dollar, Pfund, ich weiß es nicht mehr. Christie's war es, glaube ich, und dann müsste es Pfund sein. Bitte? Es war, glaube ich, bei Christie's wurde es. Ja, es war bei Christie's, genau. Dann war es, glaube ich, Pfund. Ich fand das so ärgerlich, weil ich kann auf der einen Seite finde ich das ganz gut, weil es den Kunstbetrieb an und für sich auch mal nochmal deutlich macht und den Kunstmarkt wieder so funktioniert. Aber das war zum Beispiel in der Open-Source-Technologie, erinnere ich mich, es muss eigentlich darum gehen, wem gehört KI? Wer kann damit umgehen? Wer kreiert die Datensätze? Sollten Künstlerinnen eigentlich nicht viel mehr und vor allem mit offenen Schnittstellen Open-Source, sollten die nicht viel mehr in Wirtschaft, Wissenschaft und der Entwicklung von KI eine Rolle spielen. Weil wenn man viele Künstlerinnen fragt, würden sie ganz andere KI wollen, aber sie würden sie nicht abschaffen wollen. Sie begreifen sie, Holly Herndon ist ein super Beispiel auch als Kollaborateurin, als, genau, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich überhaupt die Frage von gerade eben beantwortet habe. Ich bin schon wieder bei künstlicher Kreativität. Ja, was die Frage, die da bei mir entsteht, das ist ja schon auch eine gewisse ästhetische Ausschlachtung, wenn man alle Werke irgendwo reingibt und die dann irgendwie meistbietend versteigert. Da frage ich mich, ist das auch irgendwie was ihr so anstrebt, zum Beispiel mit The Agency? Mein Eindruck ist wahrscheinlich eher nicht. Wie ist quasi diese Welt und dieses Kommerzielle, wenn ihr da aus eurer Perspektive drauf schaut? Magdalena. Ja, du meinst sozusagen die Frage von Urheberrecht oder so, oder ab was für Daten man dazugreift oder was? Ja, was quasi auch das Ziel ist. Also ich meine,
für mich scheint es jetzt irgendwie relativ einfach zu sein. Ich füttere eine künstliche Intelligenz mit ganz vielen Daten und am Ende kommt irgendwie zufälligerweise was ganz Schönes raus und das lässt sich ganz gut verkaufen. Ist denn das quasi auch diese zentrale Frage, die euch antreibt? Wie lässt sich das vielleicht gut verkaufen? Oder was ist quasi die zentrale Frage, die euch antreibt? Ja, also ich würde sagen, überhaupt nicht. Das liegt unter anderem natürlich daran, dass wir in dem Sinne keine bildende Kunstmarktkünstlerin sind, sondern halt Theater machen. Und in Deutschland heißt Theater, dass man einen staatlich finanzierten Betrieb, an einem staatlich finanzierten Betrieb teilnimmt, in den meisten Fällen. Und ich finde das ganz interessant, also auch an dem Beispiel von Holly Hörnten oder so, ne? Also auch die Arbeit mit KI als Technologie heißt halt, dass man Ressourcen braucht. Und das sind Daten. Und Daten heißen Speicherplatz. Und Speicherplatz ist not endless und so weiter, ne? Und sie arbeitet zum Beispiel mit Dropbox, also fand ich interessant, die sponsern sie quasi mit Speicherplatz für diese Milliarden von Files, die sie aufnimmt mit ihrer Stimme, um die KI zu trainieren. Und irgendwie, also wir hatten das auch, Katharina, in unserem Vorgespräch so ein bisschen besprochen, ne, wie was das heißt, sozusagen, wer finanziert das, wenn Kunst und KI zusammenkommen? Ne? Was heißt das, dass man mit Unternehmen arbeiten muss? Oder und was ist dann die Konsequenz davon? Ne? Also mit einem Unternehmen zu arbeiten. Und es gibt von Google ein Projekt, wo sie mit KünstlerInnen arbeiten, mit Wayne McGregor heißt er, glaube ich, ein britischer Choreograf, die halt sozusagen seine ganzen Choreografien, die er mit seinen TänzerInnen entwickelt, dann einspeisen und daraus sozusagen dann zusammen mit der KI trainieren, neue Choreografien irgendwie ausprobieren. So. Und das ist so ein Projekt, was halt dann Google macht und was im Endeffekt natürlich schon auch Kunst fördert und dann aber gleichzeitig wieder einen Trainingssatz generiert, der im Endeffekt eine Marktlogik, eine Verwertungslogik und dem Generieren von Profiten dient. So. Und ich glaube, das sind immer sozusagen die Ambivalenzen, mit denen man zu tun hat natürlich. Wenn man denkt, könnte man also denn? Nicht nur mit KI natürlich, sondern jede Art von Kunst, glaube ich. Aber könnte man denn jetzt so ein Projekt wie Medusa Bionic Rise in so eine Verwertung reindenken, wo es doch ganz klar dieses kapitalistische, selbstoptimierende System kritisiert? Ja, ich glaube, also in erster Linie ist natürlich das Projekt so aufgebaut, dass es genau das reflektiert für die Zuschauenden. Ne? Also man nimmt da teil und es wird einem diese Selbstoptimierung und die Verführung davon, der man da ausgesetzt ist, während man in diesem Stück ist, sozusagen in den Körper gebracht irgendwie. Und also im besten Fall sozusagen stellt man sich dann diese Fragen, ne, was für Daten generiere ich und wer bekommt die und habe ich eine ethische Verpflichtung, mich darum zu kümmern oder möchte ich mich sogar dafür engagieren, dass diese Daten in Open-Source-Programmen landen oder so. Ne? Und Magdalena, vielleicht kann es sein, dass dein Mikrofon die ganze Zeit irgendwo gegen klackert? Oh ja, sorry. Geht's besser jetzt? Ja, Entschuldigung. Ja, kein Problem. Sehr gut. Genau, also das ist erstmal, glaube ich, die Sache, denen die Zuschauerinnen darin so ausgesetzt sind. Ob das jetzt wiederum rückwärts verwertbar ist, ich glaube, dass die, es ist vielleicht ganz interessant, weil die Entstehungsgeschichte von Medusa Bionic Rise ist gegründet auf einem Erlebnis, was wir als Gruppe hatten, während wir für ein anderes Stück geprobt haben in Düsseldorf. Und wir sind durch Düsseldorf spaziert und haben ein Ladengeschäft gesehen, was komplett leer war, ausgelegt mit so einem schwarzen Mattenboden, hinten so eine Digitaluhr mit roter Schrift und so ein komisches Logo an der Wand. Und wir so, okay, was ist das für ein Ort? Wir haben auch für das Bühnenbild von dem anderen Stück gerade irgendwie so einen Bodenbelag gesucht und sind wir da reingelaufen und waren so Handwerker, die diese Uhr aufgehängt haben und wir waren so, Jüng, was ist das denn hier für ein Laden und was sind das denn für Matten und könnten wir mit jemandem reden? Und die waren so, ja,
wir haben noch einen zweiten Laden, da sind die Leute, denen das gehört, lauft doch mal 200 Meter die Straße runter. Und wir laufen 200 Meter die Straße runter und da steht eine blonde Frau wieder vor einem Ladengeschäft, in dem irgendwie lauter junge, fitte Menschen sitzen an ihren Laptops und sagt, hallo, ich bin Steffi Maus von Phoenix Human Prime. Ihr wolltet wissen, was für Matten wir hier haben. Und wir waren so, wow. Also, ist ja auch, also man sieht auch die Parallelität. Phoenix Human Prime ist ein Unternehmen aus Düsseldorf, was Coaching und Fitnesstrainings anbietet. Und zwar in jedem Lebensbereich. Also die machen Fitnesstrainings, die machen Coachings für Job, die machen Ernährungsberatung, everything. So. Und das Krasse ist, dass die auch wie so ein Kult sind. Also die haben so eine voll ähnliche Ästhetik, wenn man da Mitglied wird. Wir haben damals das alles recherchiert, ich meine, das ist jetzt ein paar Jahre her, aber man hat so gesehen, die Members von diesem Club haben ihre Facebook-Timelines so krass aussortiert, rebranded. Die Fotos, die hatten auf ihren privaten Profilen, waren plötzlich mit Phoenix Human Prime Logos und es war nur so, that's totally creepy. Und natürlich steht dann da so ein komischer Fitness-Guru dahinter, der damit wahrscheinlich wahnsinnig Kohle verdient. So. Und, jetzt wäre es wahrscheinlich ganz gut, wenn du noch andere Beispiele hättest, wo das ähnlich funktioniert. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ist ja jetzt nur ein Beispiel von vielen, wo das ähnlich funktioniert. Also ich musste jetzt gerade total lachen. Also liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei YouTube finden Sie auch noch eine längere Edition von Medusa Bionic Rise. Und ich glaube, es wird Ihnen auch in gewisser Weise, es wird Sie auf jeden Fall zum Schmunzeln bringen, wenn Sie sich das da anschauen. Vielleicht, Entschuldigung, vielleicht können wir noch einmal den Schritt machen. Wir haben es eben schon so ein bisschen angesprochen. Schauen wir uns jetzt zum Beispiel die Selbstoptimierung an oder andere Felder. Inwiefern kann denn künstliche Intelligenz uns als Gesellschaft auch einen Spiegel vorhalten und inwiefern kann auch Kunst vielleicht in andere gesellschaftliche Bereiche hineinwirken? Zum Beispiel, wenn wir jetzt an diskriminierende Algorithmen oder so denken. Clara? Also, ich meine, Kunst kann immer neue Erfahrungen für uns bereithalten, dass wir uns durch eine andere Linse in dieser digitalisierten Welt sehen. Das kann in Performances passieren, das kann über alle möglichen Formate passieren. Aber ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich wirklich, dass der Einbezug und das Begreifen, wie diese Mechanismen funktionieren und welche Rolle ich darin spiele und wie man anders darüber sprechen, damit umgehen kann. Also mir fällt da zum Beispiel auch Lauren McCarthy, die Künstlerin aus den USA, ein, die ist ziemlich bekannt, die auch eigentlich ohne große Rechenleistung wieder und eigentlich auch ohne großen technischen Aufwand ziemlich deutlich zeigt, was das eigentlich mit unserer Lebenswelt macht. Zum Beispiel Smart Homes, sie hat dann setzt sie sich immer selbst an die Stelle der Technik, indem sie bei einer einwöchigen Performance in Wohnungen von anderen Protagonisten jetzt Kameras, Handykameras an unterschiedlichen Stellen aufgestellt hat, sodass die Personen rund um die Uhr beobachtet waren von ihr. Und sie wollte eigentlich zeigen, ich kann doch viel besser voraussehen, was ihr macht oder was ihr braucht, euch Dinge empfehlen, als jetzt eine KI, von der ja immer gesagt wird, sie kann uns empfehlen, sie kann unser Verhalten hervorsagen, sie kann aber auch unsere Meinung bilden und dadurch Demokratien beeinflussen, was ja auch passiert. Und genau um diese Mensch-Maschine-Schnittstellen oder diese Schnittstellen von Software und Mensch geht es ja auch der KI-Entwicklung, geht es der Wirtschaft, geht es auch denjenigen, die unser Leben eben dementsprechend beeinflussen. Und das macht sie schon sehr, sehr gut durch Erfahrungen, die sie eben schafft, sodass sie in dem Sinne eben eingreift. Mhm. Magdalena, kann künstliche Intelligenz und Kunst rund um das Thema künstliche Intelligenz uns als Gesellschaft ein Spiegel sein? Und sollte es das vielleicht auch? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also ich würde sagen, finde es ganz spannend, in dem Trailer, der am Anfang gezeigt wurde für diese Serie, gibt es ja einige Darstellungen quasi von Digitalität oder KI und
die sind sehr lustig, weil dann sind dann immer irgendwelche Zahlen und Netzwerke reingemalt, die dann um irgendwelche Computer und Menschen herumschweben und so. Und ich glaube, eine Aufgabe der Kunst ist auf jeden Fall, diese Bilder sozusagen zu füllen, sozusagen. Weil ich würde sagen, das sind alles irgendwie Platzhalter und das spekulativ sozusagen weiterzuspinnen, was das heißt und was man davon will und wohin das gehen kann. So. Und auch jenseits von dieser nur utopischen Idee von KI wird irgendwann Regierungsprozesse ersetzen oder den dystopischen KI wird die Welt beherrschen und Matrix, wir werden unter der Erde leben und gegen die Maschinen kämpfen. So, ne? Also da geht es eigentlich viel mehr um Anwendungsgebiete, also wirklich das als Technologie auszuprobieren und damit zu spekulieren, wo kann das hingehen? So. Wenn ich jetzt an die vergangenen Veranstaltungen zurückdenke, ob das jetzt Wirtschaft war, ob das Arbeit war, ob das Bildung war, eine zentrale These war immer, wir müssen die Bevölkerung so an künstliche Intelligenz heranführen, dass sie nicht mehr oder nicht länger solche Angst davor hat. Würdet ihr das genauso sehen? Würdet ihr auch sagen, ja, man muss da Ängste abbauen? Oder wie ist das auch zu verstehen, wenn ihr sagt, ja, man muss da vielleicht einfach ein Kennenlernen durch die Kunst ermöglichen? Also ich glaube, die Aufgabe der Kunst und Kultur allein kann das nicht sein, aber es ist definitiv ein transdisziplinärer Diskurs, wo Künstlerinnen eine Rolle spielen können. Aber ich weiß nicht, die Angst vor was sollen sie abbauen? Vor KI im Allgemeinen vielleicht nicht, aber vielleicht gibt es eben andere Modelle für positive Technologie, nicht rassistische Technologie, Konzepte, die das eben anders begreifen. Sascha Lobo hat immer gesagt, wir brauchen eine positive Digitalerzählung. Ich finde das eigentlich ganz gut ausgedrückt dafür, dass man von diesen angstmachenden Narrativen, und da hat die Kunst auch ihr Übriges dafür getan durch die Science Fiction, dass es so weit gekommen ist. Wir haben alle dieselben Bilder im Kopf. Das ist wirklich interessant, wenn man Medien anschaut, wenn man so Keynotes anschaut, als Wirtschaftswissenschaft ist immer dieselben Roboter Gesichter, da muss man natürlich schon weg, und es gibt auch nützliche KI. Es ist ja nicht so, dass sie komplett verkehrt ist im Gesundheitswesen und auch auf der Basis von Datenauswertung. Aber die Frage ist nach wie vor, wer steuert sie, wem gehört sie? Und da braucht man natürlich unglaublich viel Transparenz, und die großen Player, da machen wir uns nichts vor, sind nicht transparent. Also es wird immer mal wieder irgendwie Quellcodes, Datensätze, weil es nicht offengelegt, aber auch mit all den finanziellen Mitteln, kein Staat der Welt, keine Initiative der Welt kann da mithalten. Es ist ein bisschen hoffnungslos, dieses Feld. Also, aber man kann die Menschen schon dazu bringen, nicht komplett aufzugeben und nicht gegen das Digitale absolut zu sein, weil ich habe auch viel mit Generationen zu tun, die das anders sehen. Also auch, ich glaube, die zum Teil auch ältere Künstlerinnen oder ältere Besucherinnen, die das die soziale Medien und alles, was irgendwie mit Digitalisierung oder KI zu tun hat, komplett ablehnen. Bestimmt auch aus den richtigen Gründen, aber es ist einfach da. Wir leben damit. Und jetzt müssen wir eben schauen, mit welchen Strategien, vor allem künstlerischen, gehen wir daran. Magdalena, wie ist das bei euch? Habt ihr quasi damit auch das Ziel einer gewissen Aufklärung, oder was wäre jetzt, wie würdest du euer Ziel zusammenfassen? Ja, also ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall sozusagen die Idee von Aufklärung im Sinne von einer Erfahrbarmachung, aber jetzt nicht im Sinne von so einer didaktischen, man schwenkt da jetzt auf der Bühne die rote Fahne und sagt, so geht's nicht und das kritisieren wir, sondern tatsächlich, glaube ich, wie auch Clara sagt, das ist halt absolut ambivalent und heißt immer, dass man das auch kritisieren soll. Und deswegen weiß ich auch gar nicht, ob ich zustimmen würde, dass es so sehr darum geht, jetzt eine Angst abzubauen. Ich glaube eher, es geht tatsächlich um eine Aufklärung
was das eigentlich heißt. Ich glaube, viele Leute stellen sich unter KI halt diese Idee vor von einer Entität, die viel besser ist als der Mensch und ihn vernichten wird, weil der Mensch ist das Problem. Und das ist halt schon auch eine Frage, ne, was, woher kommt dieses Bild? Hat der Mensch Angst vor sich selbst oder so, whatever, ne? Aber also ganz konkret heißt das halt gerade einfach, dass es Rechenleistungen sind und dass es sind Prozesse, die menschengemacht sind. Und ich fand es cool, ich habe vor kurzem auch nochmal gehört, dass es im Chinesischen eben auch nicht künstliche Artificial Intelligence heißt, sondern Man-Made Intelligence. Mhm. Und das ist irgendwie cool, weil ich so denke, ja, genau, das ist schon auch so. Also man muss da auch hinschauen und sich einfach nochmal so denken, hey, wir haben eine Verantwortung als Gesellschaft, ne, für dieses Produkt und da kommt die Kunst natürlich rein, irgendwie so in vielerlei Facetten das zu reflektieren, was das heißt. Denkt man jetzt mal, dieses Stichwort, was du gerade gesagt hast, finde ich sehr treffend, nämlich Erfahrbarmachung für möglichst viele Menschen, ein bisschen größer. Was würdet ihr denn quasi noch brauchen, was für Räume und vielleicht auch was für Gelder einfach, um da den Horizont von möglichst vielen Leuten durch eure Arbeit zu vergrößern? Clara. Also Zeit und Geld kann die Kunst immer gebrauchen. Also da kann man gar nicht mal mit KI-Projekten anfangen. Mhm. Und dass digitale Technik zum Präsentieren genauso wie zum Entwickeln teuer ist, das ist nicht nur... Das ist auch bei moderner Videotechnik der Fall. Die kostet auch wahnsinnig viel. Aber ich bin bei manchen Dingen, also auch bei KI-Experimenten, manchmal auch eigentlich ganz froh darum, wenn nicht so viel Geld da ist, weil das hier und da einfach interessantere Ergebnisse fördert, die erstmal mit Gedankenexperimenten anfangen und nicht mit riesen Rechenleistungen, die wie schon zur Sprache kam, auch nicht besonders nachhaltig sind. Das ist auch immer wieder eine falsche Fährte der Kunst, aus der sie dann auch nicht rauskommt. Ich glaube, vielleicht ist kannst nicht du das kurz konkretisieren. Du meinst im Sinne des CO2-Verbrauchs durch die Server? Oder? Ich habe mit vielen Künstlerinnen zu tun gehabt, die mit großen Rechenleistungen umgegangen sind und am Ende gemerkt haben, wie viel Strom sie dadurch verbraucht haben und es dann einfach nicht mehr gemacht haben. Gesagt, das kann ich nicht vertreten. Ich kann nicht sagen, ich fliege zu keiner Biennale mehr aus Prinzip, aber dann arbeite ich mit KI auf einem Level, was unglaublich ressourcenverbrauchend ist. Genau, deswegen manchmal ist Verknappung im Diskurs oder im Kunstschaffen gar nicht so schlecht. Aber was würde man sich noch für Räume wünschen? Ich glaube wirklich eine breitere Öffnung auch im Hinblick auf Wirtschaft und Wissenschaft, die mit kleineren Antworten, mit kleineren, seltsamen Datensätzen umgeht, die vielleicht eher auf Neugierde anstatt auch Überwachung beruht, die Künstlerin wirklich einbezieht, wenn es um die Entwicklung von KI geht. Ich möchte ja auch wirklich nochmal den Künstler Sebastian Schmieg erwähnen, der das in seinen Arbeiten exzellent auf den Punkt bringt, was er sich für künstliche Intelligenz oder Systeme wünscht, mit denen man kollaborativ, mit denen man gemeinschaftlich, kreativ umgehen kann, um eben auch eine andere Gesellschaft zu gestalten. Jetzt einmal noch eine letzte Frage, bevor wir gleich uns den Publikumsfragen widmen. Magdalena, wie klingt das in deinen Ohren als Künstlerin, wenn man sagt, vielleicht ist viel Geld und viel Rechenleistung manchmal gar nicht gut? Ich habe das schon befürchtet, dass du da nochmal nachfragst. Ich muss sagen, ich kann da auch total anschließen, weil im Theater stellt man ja auch immer Dinge da, die vielleicht gar nicht, also die halt dafür in dem Moment erfunden werden und oft auch gefaked. Also das Requisit ist dann nicht so schwer, wie es wäre, wenn es ein echter Stein wäre oder so, ne? Und auch aus dieser Erfahrung, die wir zum Beispiel mit Boy Space gemacht haben, also es gab in dem Stück mehrere Bots, die wir verwenden und Teil davon waren Bots, die es in Discord schon gibt oder die programmiert wurden dafür. Und ein Teil davon war halt einfach Ghostwriting. Das heißt, da saß halt jemand, also ich und meine Kollegin, und wir haben halt dann in
unter angemeldet und mit dem Username, als wäre es ein Bot, bestimmte Texte halt geschrieben. Ne? Und natürlich erzählt das trotzdem, also der User, die Zuschauerin, der Zuschauer hat natürlich trotzdem die Erfahrung, dass man erstmal sozusagen davon ausgeht, dass das die Realität wäre und hat darin die Erfahrung, als wäre das. Und es funktioniert eventuell in dem Moment sogar besser, als der technische Stand es ermöglichen würde in der kurzen Zeit und mit den Ressourcen, mit denen man gearbeitet hat oder so. Und das, muss ich sagen, finde ich erstmal einen total legitimen Weg und vielleicht ist es auch eine Antwort auf die Frage. Ja, wer kreativ ist, braucht nicht so viel Geld. Er kann auch improvisieren. Naja, okay. Lisa, ich möchte einmal an dich geben und die Publikumsfragen. Ja, sehr gerne. Ich hatte schon gesagt, ich bin dann wieder da. Eine Frage, die vielleicht ja hier auch direkt anschließen kann bei dem, was jetzt zuletzt besprochen wurde. Ihr habt über Finanzierung zwar gesprochen, aber es gab nochmal die Frage, gibt es finanzielle Förderung für Kunst und KI? Google war schon ein Thema. Vielleicht kann man das aber auch nochmal so ein bisschen von ja, institutionellerer Seite beleuchten, würde ich jetzt denken. Also wie gehen zum Beispiel etablierte Kunsthäuser, Kunstinstitutionen oder Kulturinstitutionen wie Theater, Museen etc. damit um? Vielleicht erstmal an dich, Clara, die Frage. Du bist auch in einer Institution. Ja, also jetzt bin ich in einer Institution, wo das zumindest auf der Ebene der Kunstproduktion schon ein Stück weit Neuland ist. Wie wir damit umgehen, ist, die Künstlerin selber bringt extrem viel Expertinnenwissen mit. Man sucht sich natürlich die entsprechenden Expertinnen-Netzwerke, die man sonst noch benötigt. Und wie gesagt, wir gehen dann auch Kooperationen mit Stiftungen ein, die natürlich Stipendien in einer gewissen auch Höhe auch finanzieren können, wo wir wissen, damit kann man dann auch ordentlich eine Ausstellung und auch ein Vermittlungsprogramm organisieren, das ist vollkommen klar. Aber technisch ist man immer vor große Herausforderungen gestellt, wenn es um WLAN manchmal auch einfach geht oder um Rechenleistung, aber auch um Videotechnik. Das genau. Okay, dann eine ganz andere Frage mit ganz anderer Richtung, die vielleicht Magdalena gut beantworten kann. Kunst hat viel mit Emotionen zu tun. Wie kann Kunst mit KI denn Emotionen entfachen? Also vielleicht kannst du das auch an einem Beispiel von euch nochmal beschreiben, wie ihr das macht. Ja, ich glaube, das merkt man ja auch schon an den ganzen Dingen, die wir jetzt schon besprochen haben, dass KI auf jeden Fall ein total affektbeladenes Thema ist, ne? Und da kann man vielleicht noch mal kurz auf dieses Beispiel zurückkommen, was wir vorher gezeigt haben aus Medusa Bionic Rise. Der letzte Abschnitt war ja so eine CGI-Animation, die ein Wesen zeigt, was damals quasi eine Art Manifestation der KI, die wir behauptet haben, von die so das Herzstück ist von Medusa Bionic Rise. Und wir haben uns entschieden, sozusagen der einen menschlichen Körper zu geben und die morpht durch diese Videoarbeit so in verschiedene Arten und Weisen. Also die sieht immer so anders aus, erst so ganz glatt, dann wird sie ein Kind, dann später hat sie so eine shiny Oberfläche oder sie hat dann überall blaue Flecken und so Spuren, Altersspuren und am Schluss wechselt sie ihre Hautfarbe und hat irgendwelche Extensions und Gadgets und so. Und das war irgendwie eine, glaube ich, künstlerischen Ansatz, den wir da verwendet haben, dass man da eine Form verwendet, die auch Affekte produziert, ne? Dass man sagt, man gibt dem eine menschliche Hülle oder so und kommuniziert es aber auch innerhalb dessen und sagt, das ist auch die Absicht dessen oder das macht, also das produziert, und ich glaube, Emotionalität dazu ist unbedingt auch notwendig. Oder genau, also für mich ist irgendwie so ein Weg auf jeden Fall, dass man damit umgeht, dass es halt auch nie neutral sein kann. Also weder die Bezugnahme noch die Technologie oder so. Okay. Dann geht eine Frage nochmal eher so ein bisschen an den Anfang des Gesprächs zurück. Und Clara, vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen ergänzen zu dem, was du schon gesagt hast. Die Frage lautet, ob es Unterschiede zwischen Künstlerinnen und Künstlern in verschiedenen Ländern gibt, wie sie KI sehen. Also gibt es zum Beispiel Länder, wo das wesentlich dystopischer noch ist, als wir das jetzt so aus unserem Kulturkreis kennen, oder auch viel utopischer. Hast du da noch spannende Beispiele?
Also es ist insofern nicht ganz so leicht zu beantworten, weil es natürlich einen sehr globalisierten Kunstmarkt gibt. Also natürlich gehen wir mit Künstlerinnen um und die verschiedenen Kontexte, Hintergründe, Gesellschaften, Technikdiskurse, aber es gibt dann doch auch eine gewisse Angleichung an einer gewissen Stelle, weil auch alle dann wieder dieselben Player weltweit auf dem Kunstmarkt suchen. Also was wie die Transmediale ist, kennt auch wirklich jeder, der sich irgendwie mit Medienkunst oder Online-Kunst oder sowas auseinandersetzt. Deswegen sind viele Dinge und auch Bücher, die gelesen werden, sehr ähnlich mittlerweile. Das bringt die Globalisierung da mit sich. Aber ich glaube, Technik oder Technikdiskurs im Allgemeinen kann anders oder positiver durchaus gesehen werden, wenn man zum Beispiel an Konzepte wie den Afrofuturismus hat oder so, wo es wirklich um emanzipatorische Initiativen geht, die Technik hier anders begreifen, auch menschmaschinischen Stellen anders begreifen. Aber das einfach so zu beurteilen, fällt mir auch schwer. Das würde dann jeder Künstler oder jede Künstlerin auch wieder anders machen. Mhm. Magdalena, wenn du ergänzen willst, signalisier es gerne. Du hast zumindest genickt gerade. Okay, dann mache ich mal weiter mit einer anderen Frage, die so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, wie schon besprochen wurde, aber genau umgekehrt. Also wir haben darüber gesprochen schon, oder ihr habt darüber gesprochen, kann Kunst denn eigentlich den Menschen KI oder Phänomene der KI näher bringen? Es gibt jetzt hier noch die Frage, können künstlerische KI-Projekte mehr Menschen für Kunst begeistern? Also können wir über die Technologie eigentlich Leute an die Kunst heranführen? Wüsste ich jetzt gar nicht, wer es besser beantworten kann, da Clara gerade gesprochen hat, zuerst Magdalena vielleicht und dann darf Clara gerne ergänzen. Das finde ich schwierig, Kunstvermittler. Clara, vielleicht du. Ja, aber also vielleicht doch noch mal kurz bei Magdalena geblieben. Also habt ihr gemerkt, dass bei den Veranstaltungen, die ihr jetzt digital durchgeführt habt, aufgrund der Pandemie, haben zum Beispiel da viel mehr zugeguckt oder vielleicht auch, sofern man es nachvollziehen kann, ganz andere Leute als sonst üblicherweise ins Theater gehen. Also kann man da irgendwas ablesen? So, ja, okay. Ich kann das, glaube ich, so vorher aus der Frage der Digitalität vielleicht beantworten, aber jetzt weniger aus der Frage von KI oder so. Das wurde ja vielerorts so beschrieben, ne, dass das virtuelle Streaming, Kulturstreaming, zuschauenden Zahlen generiert, die irgendwie sehr hoch sind oder auch ermöglicht, dass irgendwie aus ganz anderen Ecken der Welt zugeschaut wird oder so, insofern das dann vielleicht jetzt nicht unbedingt auf Deutsch war, sondern irgendwie untertitelt oder auf Englisch oder so. Und das ist auf jeden Fall, finde ich, ein total interessantes Phänomen. Im Fall von unseren Performances ist auch die digitale Variante mit einer Limitierung der ZuschauerInnenkapazität verbunden. Deswegen kann ich das nicht so genau sagen, wie das bei unseren Sachen wäre. Wir sind dann voll und dann das weiß man es halt nicht so. Aber das ist auf jeden Fall auch so ein Thema, woran wir gerade sind. Was sind digitale Schnittstellen, wie stellt man die her und wie kann man auch einem Publikum, und ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Publikum ist, was dann so neu ist oder so, weil ich dann schon sagen würde, es ist immer noch eine Frage von Klasse, Zugängen etc. Und das ist ein Feld, was wirklich noch absolut unzureichend bearbeitet wird oder so, ne, wie man das öffnet. Ist die unsere Frage, an der wir gerade sind als Agency sozusagen, wie kann man schon im Vorhinein von so einer Arbeit vielleicht eine Community generieren, die sich in diese Themen mit uns einarbeitet, weil wir durchaus sehr komplexe Rechercheprozesse haben, die sich irgendwie über 1-2 Jahre hinziehen, bevor so ein Projekt dann ist. Und gerade ist ein Versuch, der gerade passiert ist, dass wir einen Telegram-Channel gemacht haben für das Stück, was nächstes Jahr im März in Zürich gezeigt wird, das heißt Where Life Begins. Und dieser Telegram-Channel heißt Stretchmarks. Den kann man auch suchen auf Telegram unter Stretchmarks. Und genau, da geht es dann, das ist quasi jetzt auf jeden Fall einmal so eine Plattform, wo man so versucht, schon aus der Recherche Inhalte zu teilen, zu sagen, man zieht sich quasi so ein Wissen heran, man schafft eine Gemeinschaft oder so, auf die dann das Stück dann aufbauen kann oder so. Und das finde ich irgendwie so voll die richtige Frage, obwohl die jetzt erstmal natürlich nicht so spezifisch mit KI oder sowas zu tun hat. Clara, was denkst du?
können wir neue Zugänge schaffen durch die Thematisierung von Phänomenen wie KI? Es kommt darauf an, welche Kunst wir wem näher bringen möchten. Das lässt sich so einfach wirklich nicht beantworten. Es gibt ein großes Feld auch der öffentlich staatlich geförderten Kunstszene, wo man auch noch KI-Kunst erstmal reinbringen müsste. Also ich finde das ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich war sehr erstaunt in den letzten Jahren, wie viel sich da überhaupt getan hat. Zum Beispiel, dass es jetzt zwar nicht staatlich gefördert, aber dass es viele Galerien gibt, die da auch Diskursprogramme haben, wie zum Beispiel die Serpentine Gallery mit dem AI Lab oder so. Also wirklich viele, viele sehr gute Programme. Aber jetzt, ob durch künstliche Intelligenz und künstlerische Projekte zusammengenommen Kunst näher bringen, allgemein bin ich mir wirklich unschlüssig. Okay, wir versuchen das zu beobachten, würde ich sagen. Also das Problem ist ja wirklich, wie wir es vorher hatten, was landet eben in der Zeitung, was landet im öffentlichen Bewusstsein? Das sind halt wirklich selten die interessanten Projekte und wahrscheinlich müssen wir da viel mehr Vermittlungsarbeit eigentlich machen. Okay, dann nochmal eine Frage an Magdalena, die du in Teilen, glaube ich, schon so ein bisschen beantwortet hast. Du hast davon gesprochen, dass ihr sehr vieles erfahrbar machen im Sinn habt. Die Frage lautet nochmal ganz konkret, ob sich hinter euren Performances gesellschaftliche Kritik auch versteckt. Ja. Auf jeden Fall, natürlich, weil sie sich beschäftigt mit Phänomenen, die unsere Gesellschaften hervorbringen. So, ne? Und also wir beschäftigen uns ja oft mit sozusagen Konstitutionen von Emotionen, von Subjekten im neoliberalen Kapitalismus. Und das heißt, wir verwenden oft Formate, die man kennt, also das Startup, das Coaching, das Underground Movement, Ideen wie Hype generieren oder so und Strategien von Branding waren so Mittel, die wir halt, auf die wir sozusagen in den ersten Arbeiten auf jeden Fall extrem viel zurückgegriffen haben. Und Moment, vielleicht den Bahn verloren. Steckt gesellschaftliche Kritik drin, ist die Frage. Ja, und ich glaube sozusagen, wenn man das in der Kunst als eine hyperreale Erfahrung vor Augen geführt kriegt, dann entsteht eine Distanz zu der eigenen Verfasstheit darin. Und dadurch entsteht auch eine Kritikfähigkeit. Und deswegen würde ich sagen, ja, das ist auf jeden Fall eine Reflexion der gesellschaftlichen Zusammenhänge und dadurch fördert quasi die Möglichkeit, dass man das selbst auch kritisieren kann, glaube ich. Die fragenstellende Person hat übrigens nicht nur eine Frage gestellt, sondern auch noch geschrieben, toll, dass über KI und Kunst diskutiert wird, passiert leider viel zu wenig. Also das nehme ich einfach mal als Kompliment für uns alle. ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Ich glaube, eine Frage stelle ich noch. Passt das? Ja. Sonst hätte ich auch noch mehr, aber ich glaube, die spannendste finde ich jetzt noch, weil sie auch so ein bisschen in die Zukunft schaut. Was ist eure Prognose? Und da vielleicht können auch beide noch mal antworten. Wie wird KI in 100 Jahren in der Kunst thematisiert? Wird sie überhaupt noch thematisiert? Clara? Es wird wahrscheinlich ein selbstverständliches Tool sein, so wie vieles, was sich über die Zeit an Techniken so weit entwickelt hat, dass die meisten diese Technik beherrschen. Oder aber sie wird abgelöst werden durch was vollkommen Neues, von dem wir uns noch gar nicht vorstellen können, was das ist. Oder es gibt eine riesen Ermüdungserscheinung und alles wird abgeschaltet. Da gibt es verschiedene Szenarien. Letzteres wird wahrscheinlich nicht eintreffen, aber sondern es wird wahrscheinlich immer schneller, höher, weiter und noch krassere Rechenleistung. Aber ich glaube, dass die Tools einfach selbstverständlicher werden und wir wahrscheinlich in 100 Jahren, wenn jemand mal in die Archive schaut, so einen Talk wie jetzt anschaut und sich denkt, eigentlich beame ich mich doch jetzt jemand ins Wohnzimmer, ich mache keine Zoom-Talks mehr und KI heißt nicht mehr KI, sondern Menschen und Maschinen sind schon miteinander verschmolzen. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube einfach, dass vieles an Kategorien oder Diskursen, was man sich jetzt überhaupt nicht vorstellen kann, und so war es schon immer, wird dann eingetreten sein, dass sich komplett verändert haben. Ja, ich glaube, ergänzend würde ich irgendwie dazu noch sagen,
weil ich deine Spekulation auf jeden Fall relatable finde, ergänzen würde ich sagen, irgendwie die Fragen, die auf uns zukommen, ist, sind irgendwie, wie, inwiefern arbeitet die Kunst da zusammen mit der Wirtschaft und unter welchen Bedingungen? Und vielmehr geht es dann noch um eine politische Frage, ne? Was heißt das, was gibt es für Regulationen, wo werden Dinge auch eingeschränkt oder so, ne? Und super spannend, bei Google gab es aus den Mitarbeitenden rein natürlich schon auch diese Bemühungen quasi, nein, wir wollen nicht, dass die Arbeit dieses Unternehmens für die Herstellung von Waffen verwendet wird, was dann dazu geführt hat, dass sie so eine AI-Agenda oder sowas geschrieben haben für sich oder sowas in der Art, und die wird auch total kritisiert und als so eine Art Greenwashing, AI-Washing bezeichnet oder so, aber ich glaube, das ist halt voll die, es geht um, also um die Frage, wofür setzen wir uns ein und wo kommen die Forderungen, die wir stellen als Gesellschaft, auch da an diesen Orten, wo das Wissen generiert wird. Und im Moment sind es Konzerne. Und das sind globale Konzerne, die sich legalen Regulationen entziehen und so weiter. Und das ist irgendwie eine Frage, die wir lösen müssen. Und da ist meine Frage natürlich, wo kann die Kunst da irgendwie reinspielen? Aber das, also würde ich sagen, ist auf jeden Fall... Die Kunst muss sich das aneignen, weil das ist eine Technologie, die nicht nur darauf beschränkt sein kann, dass man damit Geld verdient. Ja, vielen Dank, Lisa. Und vielen Dank an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für diese ganzen Fragen. Um die Runde abzuschließen, würde ich jetzt gerne nochmal zu eurem Idealbild kommen und würde euch bitten, folgenden Satz zu vervollständigen. Die künstlerische Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz sollte. Clara. Die künstlerische Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz sollte spielerisch, kritisch, offen, kollaborativ und so seltsam wie möglich sein. Dito, ich finde das super gut. Möchtest du so stehen lassen? Magdalena, möchtest du das? Ja, ja, genau. Ja, super. Ja, herzlichen Dank euch beiden für das Gespräch. Clara Herrmann, Magdalena Emmerich. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war jetzt die letzte Veranstaltung in dieser Reihe. Und ich hoffe, Sie haben spannende Denkanstöße und Perspektiven bekommen. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Wenn Sie mal eine der Veranstaltungen verpasst haben, schauen Sie doch gerne nochmal in die Mediathek des Körperforums. Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss. Hat euch das Video gefallen? Dann abonniert unseren Kanal, um kein Video zu verpassen. Schaut gern auch in unserer Mediathek vorbei auf körper-stiftung.de/mediathek und folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Danke fürs Zuschauen und bis bald.